Grüezi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 3. Wir haben 2 Wochen rum. Auf jeden Fall, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, hier vorne ist was. Hat Hansjörg gesponsert. Die Uhr. Hier vorne die Uhr. Da haben wir jetzt einen Timer, die muss nur da oben quasi ran. Hier da, wo die Steckdose ist. Und die werden wir heute auf jeden Fall mal so ein bisschen einsetzen. Genau, das heißt, wir werden heute Intervalltraining machen. Jetzt werden meine Zeiten auch noch dokumentiert. Das kann genau. Eigentlich nicht schlimmer werden. Und wir schauen mal, wie es dir dabei geht. Auf 45 Sekunden, mehrere Runden. Okay. Genau, aber als erstes schauen wir mal, 2 Wochen sind rum. Genau. Was die Waage sagt. Genau, so, los geht's. Einmal drauf, bitte. Wir halten das Ganze fest. Ne, warte, erst Hände weg. So, was hatten wir davor? 100. Jetzt sind 2 Kilo nochmal runter, gell? Ich glaube, wir hatten 1,2 oder so. Wir müssen nochmal nachgucken. Aber wir sind jetzt bei 2 Wochen. Genau, jetzt haben wir wieder gehalten, bitte. Super, also ich bin nach wie vor noch sehr zufrieden. Ich schaue nochmal gleich auf zum Ergebnis, aber ich meine, es sind jetzt 5 Kilo nach 2 Wochen. Und heute oder gestern war der Refeed Day, also da gab es wieder Kohlenhydrate. Das heißt, es wird die Tage auch nochmal runtergehen. Wir haben auch jetzt wieder am Abend, also wir hatten letzte Woche 3,8 Kilo. Jetzt haben wir 5 Kilo, so muss es weitergehen. Also wenn die 10 Kilo geknackt werden in einem Monat, dann wäre richtig gut. Wir sind ja noch andere Teilnehmer dabei und wir haben ja in dem allerersten Video versprochen, dass wenn Hansjörg Platz 1 macht oder Platz 2, da gewinnen die Teilnehmer ja dann eine Personal Training Stunde, dass ihr, die am nächsten dran waren in dem ersten Video bei der Schätzung, eine Einheit gewinnen. Und jetzt ist es aber so, dass da schon auch richtig gute Teilnehmer dabei sind. Also zum Beispiel der Stefan hat 5,2 Kilo in 10 Tagen abgenommen, was auch ein brutal gutes Ergebnis war. Aber das motiviert dich ja, hoffe ich. Na klar, es muss. Ja, also du musst da dann nochmal richtig durchziehen. So, hier haben wir wieder die Messung. Eben, wir halten das ganz fest. Ich meine, wir sind jetzt bei insgesamt 5 Kilo in 2 Wochen. Ja, ja genau. Ich glaube, wir waren genau bei 127. Jetzt sind es 122. Perfekt. Wir sehen uns gleich wieder und machen mit dem Training weiter. Also ein Durchgang. Wie ging's dir? Wunderbar. Yes. Ja, jetzt. Das war jetzt quasi einmal die Übungen durch. Einmal die Übungen durchgeprobt und jetzt kommen die alle gleich am Stück. Das heißt, 5 Durchgänge, 30 Sekunden pro Übung, alle direkt hintereinander und ich zeige es dir dann komplett. Okay, jetzt bist du bereit? Nee, aber. Wir müssen aber. Wir machen trotzdem. Ich zahle dafür Geld. Das muss sein, genau. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Jede Minute kostet hier was. So, weiter geht's. Also, jetzt testen wir die von dir gesponserte neue Uhr. 3, 2, 1, los geht's. Die muss jetzt eben, wie gesagt, nur noch da oben hinhängen. Genau, Kniebeugen. 30 Sekunden lang, lass dir ruhig Zeit werden, die in der Übung. Das Ganze muss jetzt nicht auf Wiederholung gemacht werden, sondern auf Zeit. So ist gut. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viel Kilos nächste Woche sein werden. 25 Sekunden geschafft. 3, 2, 1 und gut. So. Kurz durchatmen und dann einmal runter hier, krabbeln, ja, ja, ganz abliegen und wieder hochkommen, wieder zurück und aufstehen, schön durchatmen. Und das Ganze geht jetzt im Zeitraffer weiter und ich schaue nach dir. Und weitermachen, 3 Sekunden noch und dann durchatmen und als nächstes Boden berühren und Arme über Kopf strecken. Durchatmen und los geht's. Anstrengung 1 bis 10. 9. War brutal, oder? Warte mal, genau, nimm mal, messen wir gerade mal. Wir checken mal den Puls. Schauen wir mal, was der Puls sagt. Kein Puls mehr, Herzschlag ist. Sport ist Mord. Sind wir noch bei Kapitel 1? Wir sind doch bei 100. Ja, es geht aber echt noch. Das ist echt noch dafür, dass du richtig außer Atem bist. 145er Puls. Aber ja, das ist natürlich ein guter Anhaltspunkt auch, um zu schauen, wie es in einem Monat aussieht. Da machen wir genau den gleichen nochmal. Ich habe es mir auch geschrieben von den Übungen. Oder wir sehen es jetzt natürlich auch im Video, aber ich habe es auch auf dem Plan. Und da wirst du sehen, da machen wir einen Durchgang, 5 Übungen, 30 Sekunden. Dann ging es locker. Wir hatten es vorhin auch davon, wie war das denn mit Liegestützen zum Beispiel, wo wir damals trainiert haben. Da
Das klingt um einiges besser. Ja, gell? Okay. Ich habe wirklich Beine auflegen können auf dem Sofa und Liegestütze dann freimachen können. Also eben jetzt haben wir es auf den Knien gemacht einfach, aber damals war echt halt komplett normale Liegestütze mit auf der Bank hochgelegt oder so. Ja.